Hallo zusammen und willkommen. Der Darm ist der Sitz der Gesundheit. Diese Weisheit ist den Japanern schon seit Jahrhunderten bekannt. Bei uns geriet das Wissen um die besondere Funktion von Verdauung und Darmbakterien erst in den letzten Jahrzehnten ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Neben aufwendigen Präparaten gibt es einfache Möglichkeiten, über ganz normale Lebensmittel dem Darm etwas Gutes zu tun. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Dein Darm wird von einer Vielzahl von Bakterien besiedelt. Und das ist auch gut so. Darunter befinden sich aufbauende sowie abbauende Bakterien. Zunächst sind beide Arten weder böse noch gut. Sie erledigen einfach unterschiedliche Aufgaben. Forscher nehmen an, dass bis zu 2000 verschiedene Bakterienstämme im Darm ein komplexes, aber auch äußerst störanfälliges Ökosystem bilden. Durch Ernährungsmängel, Stress, Krankheiten oder andere Defizite gerät das Darmmilieu schnell aus dem Gleichgewicht. Als Folge können bestimmte Bakterien wie zum Beispiel Kolibakterien Überhand nehmen und für eine ungute Kettenreaktion im Darmgeschehen sorgen. Heute weiß auch die westliche Medizin, dass unser Darm nicht nur für die Verdauung der Speisen zuständig ist. Die Zusammensetzung der Bakterienstämme steht in besonderer Weise mit dem persönlichen Wohlgefühl, dem gesamten Immunsystem und der Leistungskraft des Gehirns in Verbindung. Wenn dir dein Darm am Herzen liegt und du dich insgesamt etwas bewusster ernähren möchtest, dann greife am besten zu folgenden Lebensmitteln. Fisch. Fisch enthält besonders gesunde Fettsäuren wie Omega 3 und 6. Diese langkettigen Fette kommen vorzugsweise in Meeresfisch wie Lachs, Hering und Thunfisch vor. Sie fördern das Wachstum der probiotischen Darmbewohner in besonderer Weise. In Fisch enthaltenen Proteinen sind zudem sehr bekömmlich und viel leichter zu verdauen als die meisten roten Fleischsorten. Brot und Backwaren. Brot und Backwaren aus Vollkorn oder einem guten Anteil dunklem Mehl versorgen den Darm mit Ballaststoffen und aufbauenden Proteinen. Ballaststoffe bestehen aus langen, geschmacksneutralen Zuckermolekülketten und wirken ganz anders als raffinierter Zucker. Sie binden Flüssigkeiten im Darm, sorgen für ein angenehmes Sättigungsgefühl und regen die lebenswichtige Darmbewegung an. Der langkettige Zucker kann nur zu einem kleinen Teil abgebaut werden. Das meiste scheidet der Darm einfach wieder aus. Der Teil, der von den Bakterien aufgenommen wird, hat es jedoch in sich. Er stellt eine Hauptnahrungsquelle dar und spielt eine zentrale Rolle bei der Einhaltung des pH-Wertes im Darm. Rotwein. Rotwein ist ein weiterer Lieferant für Polyphenole. Wein wurde übrigens bereits von Hippokrates zur Behandlung von Magen-Darm-Problemen erfolgreich eingesetzt. Allerdings sollte der vergorene Traubensaft nur mäßig und in kleinen Einheiten genossen werden. Zu viel Alkohol gilt nämlich als eine der Hauptursachen für Störungen im Darm und der gesamten Verdauung. Polyphenole sind auch in Kaffee und Tee enthalten. Beide Genussmittel solltest du für einen positiven Effekt auch nur mäßig und genussvoll zu dir nehmen. Gemüse. Artischocken, Chicorée, Schwarzwurzeln und das Knollengemüse Topinambur liefern ein weiteres Lieblingsfutter willkommener Darmbakterien, das Insulin. Dieser aus Polysacchariden und Fructosebausteinen bestehender Stoff regt das Wachstum der Bifidobakterien in ganz besonderer Weise an. Hülsenfrüchte. Sie liefern jede Menge kurzkettige Fettsäuren und Ballaststoffe. In Maßen genossen und gut zubereitet sorgen Erbsen, Bohnen oder Linsen nicht nur für ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl, sondern speisen den Darm zusätzlich durch hochwertiges pflanzliches Protein. Um Blähungen vorzubeugen, solltest du Hülsenfrüchte immer selbst frisch zubereiten und ausreichend lange garen. Die Gewürze Kümmel, Anis, Fenchel und Ingwer helfen dabei, überflüssige Gase zu vermeiden. Nüsse. Nüsse sind wertvolle Lieferanten an guten Fettsäuren und zudem sehr lecker. Ganz besonders gut schnitten im Test Walnüsse ab. Neben den hochwertigen Fettsäuren liefern diese mit der Folsäure einen Powerstoff für das Gehirn. Dein Darm aber erfreut sich ebenso über Haselnüsse, Mandeln und Cashewskerne. Wie du siehst, muss Gutes weder teuer noch schwer zu beschaffen sein. Lecker und frisch zubereitet können diese einfachen und leckeren Lebensmittel die tägliche Basis für deine Darmgesundheit darstellen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.